Ich hoffe, wie gesagt, die Suppe hat geschmeckt, der Hummus war gut. Und bevor das Nachmittagstief reinkickt, haben wir zwei Good-Practice-Beispiele, mit denen wir jetzt gleich wieder starten. Wir haben heute Vormittag ja mit der Webseite als Ankerpunkt einer digitalen Strategie angefangen und gehen jetzt über in den Teil, wo wir uns digitale Tools anschauen und lernen zwei Good-Practice-Beispiele kennen, die durch den Einsatz und die Entwicklung digitaler Möglichkeiten neue Wege gefunden haben, um mit ihrem Publikum zusammenzuarbeiten. Und wir fangen mit der Schweiz an, mit dem Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau im Emmental. Und ich muss sagen, ich freue mich mega fest, bist du da. Und genau, wir haben die Carmen Simon hier. Liebe Carmen, du bist seit 2021 Direktorin des Regionalmuseums Chüechlihus. Du hast deinen Schwerpunkt in der kulturellen Teilhabe und hast dort das partizipative Projekt Hashtag Alt sucht neu, das Regionalmuseum Chüechlihus entsammelt, macht mit, initiiert. Und ich bin schon ganz gespannt. Genau, die Bühne gehört dir. Sie hat selber was zu tun. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, meine Stimme beginnt auch erst morgen zu streiken. Denn es freut mich sehr, heute da zu sein und euch auch etwas über unser Entsammlungsprojekt erzählen zu können. Wie bereits eingeführt, ich bin die Leiterin oder vielleicht Begleiterin des Regionalmuseums Chüechlihus. Jetzt muss ich da schnell klicken und sonst... Genau. Das ist das Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau im Emmental. Es steht mitten in Langnau. Es ist eine Institution der Gemeinde Langnau im Emmental in der Schweiz. Und wir werden unterstützt von der Region und dem Kanton, also dem Bundesland. Wir befinden uns im ältesten Holzgebäude der Region, selbst schützenswertes Kulturgut, seht ihr hier auch auf dem Foto, Ständerbohlenbau von 1526. Wir sind ein Team von 24 Personen, aber nur zwei Personen sind festangestellt. Also eine 100% Stelle Festanstellung. Wir haben eine Dauerausstellung und zeigen jeweils ein Sonderformat, eine Sonderausstellung oder ein anderes Format in 26 Räumen auf 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und wir haben zusätzlich noch 400 Quadratmeter Depotfläche. Das war aber nicht immer so. Bei uns war es auch ein bisschen der Klassiker. Bis vor 3 Jahren waren ein Großteil unserer Objekte in verschiedenen Räumlichkeiten im ganzen Dorf verteilt. Wir hatten da einen Keller, dort einen Dachboden. Wir haben dann aber vor 3 Jahren die Möglichkeit gekriegt, unsere Sammlung in ein einziges Depot zu überführen, in ein Depot, das den heutigen Museumsstandards entspricht. Und so ist auch die Ausgangslage für unser Entsammlungsprojekt. Also wir haben 25.000 Objekte in der Sammlung, gut 5.000 sind ausgestellt, der Rest ist in den Depots oder war in den Depots und ist mittlerweile in diesem einzigen, den heutigen Museumsstandards entsprechenden Depot. Es handelt sich um Emmentaler Kulturgut, also ihr seht hier auch auf dem Bild Milchgefäße, die wir auch zu Hunderten hatten. Und uns war klar, wenn wir diesen Depotumzug vollziehen, dann werden wir ja jedes Objekt auch in die Hand nehmen. Wir schauen es genau an, wir säubern es, wir schicken es allenfalls in Quarantäne, fotografieren es und räumen es dann am neuen Ort auch wieder ein, verstandortisieren das. Und dabei war auch klar, dass wir prüfen wollen, ob es allenfalls Objekte gibt, die wir auch aus der Sammlung entlassen können. Uns war dann sehr schnell auch klar, dass wir das tun wollen. Und zwar, weil wir sehr viele Mehrfachobjekte vorhanden haben, also wir haben mehrfach nicht nur 2-, 3-fach, sondern 50-, 100-fach. Und wir haben uns aber dann dazu entschieden, ein etwas anderes Entsammlungsprojekt zu realisieren, als man das bisher in der Museumswelt getan hat. Wir haben uns dazu entschieden, das Entsammlungsprojekt sehr transparent und auch partizipativ mit Mitbestimmung der Bevölkerung durchzuführen. Und der erste Schritt dieses Entsammlungsprojekts war für uns, dass wir das Wort Deakzession aus unserer Kommunikation streichen. Weil das Wort Deakzession ganz viele nicht verstehen und nicht nur Leute außerhalb des Museums, sondern auch Museumsleute.
und haben uns dafür entschieden, dass wir nur von Entsammeln sprechen und dass wir versuchen, möglichst transparent und verständlich zu kommunizieren und eben auch mitbestimmen lassen, weil wir der Meinung sind, dass sich das so gehört, weil wir eine öffentliche Institution sind und wir auch eine Diskussion über den gemeinsamen Wert und den Erhalt unseres Kulturerbes zur Diskussion anregen möchten. Dreh- und Angelpunkt, Herzstück des Projektes, und da sind wir jetzt auch beim Tagungsthema, ist unsere Website entsammeln.ch, und wir gehen, wenn es technisch klappt, jetzt auch schnell gemeinsam auf diese Website. Nein, es geht nicht. Technik, ist das irgendwie möglich, das Feld einzublenden? Oder muss ich aus der Präsentation raus? Gut. So. Wunderbar. Jetzt sind wir da auf unserer Website. Hier seht ihr auch, dass wir das ganze Projekt beschreiben. Es sind auch immer alle Objekte einsehbar, die wir entsammeln. Wir informieren über Anlässe im Rahmen des Entsammlungsprojekts. Das läuft immer ein halbes Jahr. Und es gibt auch die Rubrik News, wo wir über das Entsammeln berichten, über Herausforderungen, Erkenntnisse und was gerade so bei uns läuft. Das Entsammeln läuft bei uns in drei Phasen ab. In einer ersten Phase machen wir als Museum eine Vorauswahl und dann entscheiden wir gemeinsam mit der Bevölkerung in einem zweistufigen Entscheidungsverfahren, welches Objekt tatsächlich die Sammlung verlassen kann und welches aber in der Sammlung bleiben soll. Wenn diese Entscheidung dann getroffen ist, kann man sich in einer zweiten Phase auf die Objekte bewerben, und zwar mit einer guten Idee für eine Weiterverwendung. Und in einer dritten Phase wird dann wieder gemeinsam mit der Bevölkerung darüber abgestimmt, welche Idee ist denn die sinnvollste für die Weiterverwendung, und diese Personen, Einzelpersonen, Vereine, Institutionen kriegen dann diese Objekte. Wie das genau funktioniert, möchte ich euch kurz zeigen. Hier auf der Website, ihr seht einen Auszug von der Objektseite. Ich verlasse jetzt nochmal die Präsentation und gehe auf die Webseite. Ich habe jetzt hier ein bestimmtes Objekt ausgewählt und kann jetzt hier erfahren, weshalb das Museum dieses Objekt, also wir das Objekt aus der Sammlung entlassen möchten. Es gibt auch wirklich einen ganz kurzen Beschrieb, um was es sich handelt bei diesem Objekt. Und dann kann ich als Emmentalerin mitbestimmen, ob ich finde, das Objekt, das kann die Sammlung verlassen oder nein. Es muss im Museum bleiben. Dafür melde ich mich an. Ich bestätige, dass ich im Emmental wohne oder dort heimatberechtigt bin. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier abzustimmen. Und da kann ich jetzt aber zum Beispiel eben auch sagen, nein, dieses Objekt bitte nicht entsammeln, weil das hat meiner Großmutter gehört und die war die erste Gemeindepräsidentin und deshalb müsst ihr das in der Sammlung bewahren, und stimme dann so ab. Und dann ist meine Stimme hier auch registriert. Das Ganze findet aber nicht nur online statt, es gibt auch immer Veranstaltungen. Gerade auch für ältere Semester helfen wir auch unterstützend bei diesen Veranstaltungen, sich über diese digital, also über die Website auch zurechtzufinden, abzustimmen, zu intervenieren. Es gibt immer eine Ausstellung der Objekte. Jedes Objekt ist mit einem QR-Code gekennzeichnet und über diesen QR-Code komme ich dann wieder auf die Objektseite.
Und wenn die Online-Abstimmung abgeschlossen ist, dann kommt dann am Schluss noch der sogenannte Objektrat zusammen. Das ist ein eigens für dieses Entsammlungsprojekt gegründetes Gremium. Dieses Gremium besteht aus auch zufällig ausgelosten EmmentalerInnen, aber auch aus den üblichen Verdächtigen aus Politik, Verwaltung und Museum. Wenn wir dann nach einem Monat gemeinsam entschieden haben, welche Objekte das Museum verlassen sollen, dann können sich dann alle, auch außerhalb der Region, auf dieses Objekt bewerben. Und zwar über ein Bewerbungsformular, auch wieder auf der Website, wo ich dann meine Kontaktdaten angebe, aber auch ein Bewerbungsschreiben hinterlassen kann, ein Foto hochladen, ein Video und mich so um das Objekt bewerben. Wenn wir jetzt nochmal an diese Bettdeckenbezüge denken von vorhin, das waren 3 von 5 Bewerbungen, Upcycling-Projekte einer angehenden Designerin ganz links, die gerne aus diesen alten Hemden die Schnittmuster übernehmen möchte und mit den alten Hemden auch wieder neue kreieren. In der Mitte eine etablierte Designerin, ebenfalls mit der Idee, Kleidungsstücke herzustellen, und dann ganz rechts die Idee, Taschen aus diesen Bettlaken zu nähen. Wenn die Bewerbungsphase dann abgelaufen ist, dann kommen wir wieder zur Abstimmungsphase. Und da kann ich dann eben auch als Emmentalerin und Emmentaler alle Bewerbungen einsehen und dann eben auch darüber abstimmen, welche Idee finde ich denn die sinnvollste für die Weiterverwendung. Und nach der Online-Abstimmung kommt dann auch wieder der Objektrat zusammen, gibt noch seine Stimmen ab, sodass dann eigentlich am Küchlihus-Sonntag, das ist unser Hauptevent, am ersten Sonntag im September, die Objekte bei uns abgeholt werden können. Und das Ganze wird dann natürlich auch entsprechend wieder auf der Website abgebildet. Also ist dann auch sichtbar, welche Bewerbung den Zuschlag erhalten hat. Also ich fasse nochmal zusammen, erste Phase, abstimmen, zweistufig, Bevölkerung und Objektrat. Zweite Phase, bewerben alle, auch außerhalb, ihr alle seid auch herzlich eingeladen mitzumachen. Und dritte Phase, dann wieder die Emmentalerinnen und Emmentaler abstimmen und dann, damit die Objekte abgeholt werden können. Dieses hybride Format ermöglicht uns ganz viele verschiedene Ziele zu verfolgen. Natürlich geht es einerseits mit der Entsammlung der Deakzession um die Schärfung der Museumssammlung. Wir finden aber auch, wir haben eine gewisse Sorgfaltspflicht auch zu erfüllen gegenüber diesen Museumsobjekten. Wir möchten den Museumsobjekten auch ein drittes Leben ermöglichen. Diese Objekte hatten vor dem Museum ein Leben, während des Museums eine Aufgabe und sollen auch nach dem Museum wieder eine Aufgabe haben können. Wir können damit sehr transparent kommunizieren, den eigentlichen EigentümerInnen gegenüber, also der Emmentaler Bevölkerung, können da auch Möglichkeit bieten, mitzubestimmen, aber auch zum Nachdenken über das gemeinsame Kulturerbe anregen und vielleicht auch Inspiration sein. Wir alle wissen, die Akzession, Entsammlung ist ein großes Thema bei uns in der Museumswelt, es ist aber auch ein schwieriges Thema. Und wir haben versucht, jetzt auch mal einen anderen Weg zu gehen und auch unsere Erfahrungen zu teilen und schlussendlich auch zu zeigen, dass es eben Spaß macht, Freude bereiten kann mit der Umgang mit dem Kulturerbe. Und wie so ein Finaltag aussieht, habe ich euch hier eine Collage zusammengestellt vom ersten Küchlihus-Sonntag im 2022, das erste Finale vom Entsammeln. Im Vordergrund seht ihr eine partizipative Skulptur, die Skulptur Altzucht neu, denn wir haben die Erfahrung gemacht, nicht immer alle Objekte erhalten eine Bewerbung, aber auch die möchten wir nicht wegwerfen. Und so haben wir gemeinsam mit einer jungen Künstlerin, die übrig gebliebenen Objekte zu einer gemeinsamen Skulptur an diesem Küchlihus-Sonntag verbaut. Thank you.
Also ihr seht, bei uns geht es bunt zu und her. Wir durften bereits auch einige Erkenntnisse, Einblicke ins Projekt publizieren mit dieser kleinen Broschüre. Ich habe auch ein paar Exemplare dabei. Ihr könnt gerne, wenn ihr euch dafür interessiert, auch bei mir die abholen kommen, kostenlos. Könnt ihr auch gerne über die Webseite sammeln.ch bestellen. Und das war wirklich ernst gemeint mit dem Mitmachen. Also wir starten unsere letzte Entsammlungsrunde am 3. April. Die geht dann bis am 1. September. 1. September, großes Finale vom ganzen Entsammlungsprojekt. Also kommt vorbei, macht mit, digital, analog. Wir freuen uns sehr. Danke.